112.323 neue Fälle haben die Gesundheitsämter dem RKI gemeldet. Noch nie sind so viele Neuinfektionen innerhalb eines Tages erfasst worden. Vor einer Woche waren es noch 80.430. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit bundesweit auf 584,4. Auch dieser Wert so hoch wie noch nie in Deutschland. Und damit sind wahrscheinlich längst nicht alle tatsächlichen Neuansteckungen erfasst. Die Dunkelziffer dürfte ungefähr doppelt so hoch liegen, so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei RTL. Ein möglicher Grund: viele stecken sich an, ohne es zu merken. Also wir haben Zufallstreffer, wenn wir jetzt diese vielen Teste machen, dass Menschen halt getestet werden, weil sie im Krankenhaus arbeiten, weil sie irgendwo in die Schule gehen, ein positiver Test rauskommt und sie haben wirklich überhaupt gar keine Symptome. Und das sind eben geschätzt zwischen 7 und 12 Mal mehr in den Studien als bei den bisherigen Varianten. Auch damit zeigt sich, dass Omikron ansteckender, aber weniger aggressiv ist als seine Vorgänger. Trotzdem gibt es keine Entwarnung. Denn nach bisherigen Erkenntnissen erkranken auch an Omikron wieder bestimmte Gruppen schwer. Das sind offensichtlich überwiegend die Älteren ab 60 aufwärts. Das zeigen zumindest Studien aus Südafrika, dass es überwiegend Ungeimpfte über 60-Jährige sind, die im Krankenhaus landen und dann eben auch wieder eine Lungenentzündung entwickeln können. Zurzeit stecken sich in Deutschland vor allem jüngere Menschen mit vielen Kontakten an. Schwere Verläufe sind bei ihnen seltener. Doch sie können das Virus weiter verbreiten. Lauterbach rechnet daher auch damit, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle erst im Februar erreicht wird. Noch viel krasser ist die Zahl aber heute in Frankreich. Mehr als 465.000 neue Fälle gestern. Das hat Frankreich auf Platz 2 in der Welt katapultiert hinter den USA. Friederike Hofmann in Paris, was macht diese gigantische Zahl mit den Menschen in Frankreich? Die Zahl wirkt natürlich krass, man guckt hier auch sehr genau drauf, aber das Land ist alles andere als im Panikmodus. Die Zahlen, die wir gerade aus Deutschland gesehen haben, dieser Anstieg, den kennen wir ja schon seit Dezember und aktuell kennt auch jeder jemanden, der an Corona erkrankt ist. Draußen auf der Straße läuft das Leben aber relativ normal weiter, Cafés, Restaurants haben offen und das liegt daran, dass die Regierung schon im letzten Jahr definiert hat, dass als Indikator auch die Belastung der Krankenhäuser eine Rolle spielt und die ist im Vergleich zu den Zahlen, die wir aus dem letzten Jahr kennen, deutlich moderat. Das liegt daran, dass das Land von Omikron sehr erfasst wurde. 95% der Corona-Fälle sind auf Omikron zurückzuführen mit den leichteren Verläufen. Und die Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass wir in diesen Tagen den Peak erreichen. Also trotz der hohen Zahlen gibt es etwas Licht im Tunnel in Frankreich. Das heißt, Paris plant jetzt auch gar keine neuen Maßnahmen, keine neuen Einschränkungen. Diese Woche tritt etwas in Kraft, was so das größte Projekt der französischen Regierung in den letzten Monaten ist. Das ist der sogenannte Impfpass. Das heißt, ab Ende der Woche darf man nur noch geimpft oder genesen ab 16 ins Café, ins Restaurant, in den Zug oder auch ins Flugzeug. Insgesamt setzt die Regierung aufs Impfen und versucht alles dafür zu tun, dass sich immer mehr Leute impfen lassen. Sie setzen aber auch darauf, dass 90% der über 12-Jährigen in Frankreich geimpft sind. Schon im April letzten Jahres hat Präsident Macron gesagt, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Und ehrlich gesagt, ist das, was wir gerade in Frankreich tun. Dankeschön, Friederike Hofmann, mit diesen Eindrücken und Informationen aus Paris.